Michael Lüders tritt fürs Bündnis Wagenknecht für das Europaparlament an. Und er hat auf dem Parteitag nicht nur eine Rede gehalten, sondern, wie ich gerade eben gesehen habe, sogar zwei Reden. Und die zweite Rede, die schauen wir uns jetzt auch noch an. Es ist doch so, wenn man sich fragt, jeder von uns hat seine eigene politische Sozialisation und Biografie. Meine ist ganz wesentlich erfolgt über Willy Brandt und Egon Bahr, zwei von mir sehr verehrten Persönlichkeiten deutscher Politik als Fernstudium sozusagen. Egon Bahr habe ich zu späterer Lebzeit noch persönlich kennenlernen dürfen. Und ich habe mich häufiger bei der Frage ertappt, was wäre eigentlich gewesen, wenn die damalige Ostpolitik in den 1960er, 70er Jahren nicht von Persönlichkeiten wie diesen beiden geprägt worden wäre? Würde es dann das wiedervereinigte Deutschland geben oder das Europa, so wie wir es kennen? Und gleichzeitig ertappe ich mich bei der Frage, was wäre eigentlich, wenn damals schon die Strack-Zimmermanns oder die anderen Hardliner innerhalb der deutschen europäischen Politik den Ton angegeben hätten? Würden wir dann. Ich stelle mir tatsächlich eine andere Frage. Ich meine, ich habe das ja im Gegensatz zu Michael Lüders alles nicht miterlebt, aber ich stelle mir die Frage, was wäre passiert, wenn wir schon in den 50er Jahren in Deutschland die Willy Brandts an der Macht gehabt hätten? Also es gab ja schon in den 50er Jahren bei SPD und FDP die Forderung, auf die Sowjetunion zuzugehen und die sowjetischen Wiedervereinigungsangebote anzunehmen. Dann hätten wir die Wiedervereinigung in Deutschland vielleicht 4 Jahrzehnte früher gehabt. Das wollte die CDU-Regierung unter Adenauer nicht. Die wollte lieber einen strammen antikommunistischen Kurs und eine Westbindung haben. In Österreich, da hat man die sowjetischen Verhandlungsangebote ja angenommen und man hatte dort seine Wiedervereinigung schon in den 50er Jahren. Man kann natürlich nur spekulieren, was in Deutschland passiert wäre, aber das ist eine Frage, die ich mir häufig stelle. Wie ein schon in den 50er Jahren wiedervereinigtes Deutschland wohl heute aussehen würde, was dann wahrscheinlich auch neutral geblieben wäre. Dann heute auch hier friedlich uns zusammenfinden können und uns gemeinsam überlegen, wie wir dieses Land Deutschland wieder nach vorne bringen. Dennoch ist es so, obwohl wir beiden so viel zu verdanken haben, dass wir gewissermaßen in Reihen der SPD fast schon als Untote gelten. Und wäre die Parteizentrale nicht nach Willy Brandt benannt, der SPD, wäre er wahrscheinlich auch, wie Egon Bahr, weitgehend schon der Vergessenheit anheimgefallen. Dennoch wussten diese Granden, dass Frieden zwar nicht alles ist, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und der Weg geht in eine völlig andere Richtung. Meine Vorredner haben das bereits dargelegt. Ich finde es sehr befremdlich, die große Bereitschaft, fast schon Lust, mit der die Europäische Union, aber auch die Bundespolitik geneigt ist, die eigene Wirtschaft zu ruinieren und die Zukunftsfähigkeit Europas in Frage zu stellen, durch eine zu einseitige Anbindung an nur eine der Mächte, die diese Welt maßgeblich prägen. Es war die Europäische Union, die mit ihrem Programm Repower One dazu beigetragen hat, dass die Energiekrise in Deutschland ausgelöst wurde, die ja im Grunde genommen die Urmutter ist der Probleme, die die hiesige Wirtschaft hat, bis hin zur Deindustrialisierung. Und ich glaube, dass wir viel mehr darauf achten müssen, genau dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Natürlich braucht Deutschland, braucht die Europäische Union gute und sehr gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Aber es kann doch nicht sein, dass wir uns in einen Zustand der Abhängigkeit begeben, die dann dazu führt, dass die hiesige Wirtschaft ruiniert wird und die amerikanische Wirtschaft blüht, weil man es dort verstanden hat, zwar Sanktionen zu fordern, an denen man sich selber aber nicht so sehr beteiligt. Beziehungsweise unter denen man selber gar nicht zu leiden hat, aus schlichten geografischen Gründen. Also die USA haben kein Pipeline-Netz, was direkt aus Russland kommt und was sie dort mit billigen Erdgas haben. Im Gegenteil, die USA haben aus geografischen Gründen Interesse, ihr Flüssiggas in alle Welt zu verkaufen. Und sie haben Interesse daran, russisches Pipeline-Gas zurückzudrängen. Sarah Wagenknecht hat es in ihrer fulminanten Rede sehr klar benannt. Es ist ja schon absurd, wir boykottieren russische Energie, weil wir die russische Wirtschaft in die Knie zwingen wollen, aber wir importieren russisches Öl nach wie vor über Indien, die Türkei oder Saudi-Arabien, aber 5 bis 10 Mal teurer. Und das Gleiche passiert ja auch mit russischem Gas, das über Aserbaidschan exportiert wird nach Deutschland. Ursula von der Leyen war in Baku, hat dort die Hände geschüttelt mit Herrn Aliyev. Warum der jetzt sympathischer sein soll als Herr Putin, erschließt sich mir persönlich nicht. Ganz ehrlich, Aliyev hat Bergkarabach zurückerobert und droht immer wieder damit, Armenien zu überfallen. Und Armenien ist zwar gesehen eine Demokratie nach westlichem Vorbild, ist auch wesentlich demokratischer als Aserbaidschan, aber Armenien ist mit Russland verbündet.
Und Aserbaidschan zu stärken heißt hier einerseits ein anti-russisches und ein anti-iranisches Land zu stärken. Also der Iran steht auch auf der Seite Armeniens. Also hier geht es schlicht und ergreifend um Geopolitik und nicht um Werte. Da ist Aserbaidschan wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Es ist ein großes Problem, dass die Politik Europas vor allem sich darin versteht, dass man gerne eine Filiale sein möchte der Vereinigten Staaten, obwohl es eigentlich ein Gebot wäre, in der Zeit der Krisen und der Umbrüche, die wir erleben, uns zwischen den USA und China zu positionieren. Die Franzosen haben genau dieses verstanden. Die Regierung Macron versucht, diesen Weg zu gehen. Die Bundesregierung schafft es aber nicht. Ich glaube, das ist in Deutschland fast schon ein blasphemischer Akt, von einem Regierungspolitiker zu verlangen, dass er in irgendeiner Weise mal sich überlegt, was nützt eigentlich europäischen, was nützt deutschen Interessen. Allein die Frage nach Interessen zu stellen, passt offenbar gar nicht in die Vorstellungswelt jener, die lieber über Moral schwadronieren. Die Amerika-Hörigkeit, und ich möchte noch einmal betonen, wir brauchen gute und sehr gute Beziehungen zu den USA, aber nicht in der Art und Weise, wie das gegenwärtig passiert. Amerika-Hörigkeit ist auch ein schönes Wort. Bündnistreue ist etwas anderes als Kadavergehorsam. Und wenn wir hier unser Land deindustrialisieren, damit die USA politischen Konkurrenten Russland zurückdrängen können, sollten wir vielleicht mal auf die Idee kommen, dass amerikanische Interessen in diesem Fall nicht deutsche Interessen sind, nicht europäische Interessen sind. Und dementsprechend anfangen, eigene Politik zu machen für unsere Wirtschaft. Hörigkeit kann dann auch bisweilen bizarre Blüten annehmen. Ich war gemeinsam mit André Hunko im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Und es ist wirklich interessant gewesen, frappierend zu sehen, wie man erstens den eigentlich interessanten Fragen aus dem Weg geht, nämlich warum hat sich Deutschland, warum haben sich europäische Staaten so lange dort in diesem Krieg engagiert? Man hätte ja auch nach 10 Jahren rausgehen können, zum Beispiel. Die Franzosen haben das getan, die Holländer haben das getan und siehe, die Welt ist nicht untergegangen. Aber die Deutschen sind geblieben bis zur letzten Sekunde völlig überrumpelt von der amerikanischen Entscheidung. Die USA haben es auch nicht für nötig befunden, Deutschland zu informieren, dass sie im Begriff stehen, abzuziehen. Und ich habe einmal im Zusammenhang... Weil es keinen Unterschied macht. Also Deutschland konnte ja nichts anderes machen, als den USA zu folgen. Also ob wir informiert worden wären oder nicht, an der Entscheidungsfindung durften wir sowieso nicht mitwirken. Im Zusammenhang dieses Ausschusses einen namhaften CDU-Politiker gefragt, warum eigentlich? Und wer am wenigsten beim Afghanistan-Abzug mitzuentscheiden hatte, das war das westliche Marionettenregime in Kabul. Also man hat auch gesehen, dass diese afghanische Regierung, die nicht mal das gesamte Land unter Kontrolle hatte, sondern wo vor allem viele ländliche Landesteile unter Kontrolle der Taliban waren, durchgängig fast während der gesamten Regierungszeit der westlichen Regime da. Das war bei den Verhandlungen in Katar, wo die USA mit den Taliban verhandelt haben, sowieso ausgeschlossen. Also alleine das zeigt schon, dass diese Regierung, die der Westen eingesetzt hatte, sowieso keine souveräne Regierung war, sondern letztlich eine Regierung von der Gnade des Westens, die dann fallen würde, wenn der Westen abzieht. Sind Sie diesen Weg gegangen? Sie hätten auch nach 10 Jahren sagen können, wir gehen raus als Deutschland. Und seine Antwort lautete, gemeinsam rein, gemeinsam raus. Und ich muss gestehen, ich finde das ein schönes Motto. Für einen Swingerclub zum Beispiel. Aber nicht für die deutsche Politik. Und ich habe es in meiner letzten Rede schon gesagt, also Reden schreiben kann der Mann auch. Nicht nur Bücher schreiben. Ich denke, nur ein Europa, das seine eigenen Interessen selbstbewusst erkennt und benennt, wird im Wettbewerb der Nationen, der uns erwartet, dem immer größer werdenden Einfluss des globalen Südens, neuer Mächte, die entstehen auf der Welt. Es sind nicht mehr nur die USA, die in Zukunft den Ton angeben werden. Die Europäische Union und Deutschland sind gut beraten, einen anderen Weg zu sehen. Es ist ungut zu verfolgen, wie Ursula von der Leyen ihre Aufgabe hauptsächlich darin zu sehen scheint, die EU in eine Zweigniederlassung der NATO wie auch der USA zu begeben. Denn am Ende haben wir dabei nichts zu verlieren, wenn wir uns in eine Konfrontation zwischen China und die USA begeben. Deutsche Politik ist gut beraten und die EU-Politik ebenfalls. Und dafür würde ich mich gerne einsetzen, mehr auf Diplomatie zu setzen und weniger auf Säbelrasseln. Darüber hinaus...
Darüber hinaus bedeutet es für einen Neuanfang, für den wir ja stehen, sicherlich auch, dass wir den öffentlichen Raum für Debatten zurückerobern, weg von den eng gesetzten Leitplanken dessen, was gesagt oder besser nicht gesagt werden kann oder sollte. Es muss möglich sein, in diesem Land mit 84 Millionen Menschen, darunter sehr, sehr viele Leute, die sich gerne engagieren möchten, andere Wege zu beschreiten. Ich denke, wir sind mit dieser neuen Partei in der Lage, den vielen Menschen in diesem Land Hoffnung zu geben, genau diesen politischen Weg zu gehen. Und ich denke, wenn wir uns nicht selber im Weg stehen und genau das, sagen wir mal, die Vorgaben beachten, die sehr klug vorgegeben worden sind, vorgetragen worden sind, dann sind wir auf einem guten, dann sind wir auf einem besten Weg. Dann steht uns wirklich und steht Deutschland auch die Zukunft offen. Fangen wir an, andere Wege zu beschreiten. Ich glaube, das Land und auch die Europäische Union wartet darauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Es folgt Jo, gute Rede, gute Rede. Also wir müssen uns wirklich unabhängig von den USA machen. Wir brauchen eine eigene deutsche und im weiteren Verlauf eine eigene europäische Außenpolitik. Und deswegen stellt euch mal vor, Michael Lüders hält Reden im Europaparlament. Das wäre krass. Also, hätten wir hier mal schönes Material zum Reagieren auch. Vielleicht noch ein weiterer angenehmer Nebeneffekt. Naja, auf jeden Fall Michael Lüders, ich zeige euch das nochmal, hatte ich euch nachher vor der letzten Rede sogar schon gezeigt, der wurde mit 98,64% ins Europaparlament gewählt. Also von 368 Stimmen, 364 Ja-Stimmen. Und das hier waren keinesfalls durchgängig solche deutlichen Ergebnisse. Ich kann euch ja mal die erste Seite des Stimmen, die war nicht so eindeutig. Also hier seht ihr Thomas Geisel beispielsweise, da haben sich viele Leute enthalten. Also der, da gab es mehr Kritik. Also es gibt einige, also der hatte nur 10%. Aber also ihr seht hier De Masi natürlich auch und Schulenberg auch über 97%, aber Michael Lüders über 98%. Der ist noch beliebter als Fabio De Masi, um es mal, wenn man jetzt nach dieser Zustimmung hier zur Europaliste geht. Ja, das war eine gute Rede. In diesem Sinne können wir nur hoffen, dass das BSW bei der Europawahl möglichst stark abschneidet, damit wir auch Michael Lüders bald im Europaparlament sehen.